Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2. Wir haben Viertel nach 1 und sind dabei immer noch so ein bisschen am ja, versuchen zu trainieren. Also ich sag's mal so, zwischen den Matches, ich nehme mir einen Tag dann ein paar Matches auf und an den anderen trainiere ich. Also spätestens Funny Zerg, gegen den haben wir schon gespielt. Da bin ich mir sicher, gegen den haben wir schon gespielt. Also definitiv, also den kenne ich noch. Big job. Das war der auf Foxtrot Labs. Da haben wir Mac gegen ihn gespielt. Dann werden wir dieses Mal definitiv Bio spielen. Wie gesagt, ich möchte immer noch meine Fast Expansion trainieren und auch so ein bisschen das Decision Making, wie ich das Ganze handhabe in der BO. Aber es ist cool zu sehen, dass der Gegner sind, gegen die wir schon gespielt haben. Ja, mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Letztes Mal hat er uns dann noch BM'd, weil wir easy waren eigentlich, aber na gut, ist halt so. Wir bauen das Depot mal in der Mineral Line, damit wir nicht direkt unsere Scouting Information preisgeben. Am Eingang, vielleicht haben wir Glück und der fährt dann zurück, keine Ahnung. So, du bist jetzt mal das Scouting SCV, normalerweise ist das Depot SCV mein Scouting SCV. Und im Hintergrund geht der Staubsauger an. Ich pack es nicht. Ausgerechnet, wenn ich aufnehme, müssen die den verpickten Staubsauger anmachen. Ja gut, wir wollen möglichst schnell unseren Rex haben, damit wir möglichst schnell eine Marine und eine OC rausbringen können. So, mehr SCVs an der Stelle. So, wollen wir mal sehen. Er hat es gerade eben auch geklopft, aber ich habe gerade keine Zeit. Habe ich keinen Bock drauf. Ich denke auch nicht, dass Funny Zerg, wenn er sich an mich erinnert, mir eine Pause gönnen würde. Das bezweifle ich irgendwie. Da geht gerade ein Guards hoch, das heißt, wir rechnen nicht mit einem Reaper und Early Aggression. Wobei, kann immer noch Early Aggression sein, so wie er es jetzt gebaut hat, ist er halt Gas nach Rex, heißt, es kann eine stabile 1-1-1 sein. Heißt, aggressives Gameplay ausschließen wäre jetzt fatal. Sollte man sich nicht drauf verlassen. Hat er jetzt die zweite... Nein, das zweite Gas steht immer noch nicht. Wir versuchen rauszufahren, bevor er dicht macht. Jupp, jetzt macht er dicht. Das heißt, wir bringen unsere Einheiten in Sicherheit. Setzen schon mal den zweiten Marine in die Liste. Bei 300 schicken wir ein SCV los zum CC bauen. Das reicht auf der Map von der Reichweite her, um bis dahin 400 Mineralien zu holen. Das ist von Map zu Map unterschiedlich, muss man sich so ein bisschen einprägen. So, du kommst mit in die Dreiergruppe, Hotkeys legen, Upgrade complete. Heißt, ich kann ein SCV hier drin bauen. Das ist an der Stelle auch erstmal ganz gut. Ich denke, ich versuche es jetzt nochmal mit einem Gas, um halt möglichst früh Marauder und Stimpex zu haben. Ich habe mein Depot vergessen. Normalerweise nach der Exe sofort ein Depot, weil jetzt haben wir einen kleinen Supply-Block, der ärgerlich ist. Zwar können wir an der Stelle für Makro-Gebäude sparen, allerdings ist das nicht der Sinn dahinter. Das ist ja eine Economy-Build und dann sollte auch die Economy im Vordergrund stehen. So, denn alles, was von der Economy kommt, bringt uns halt im restlichen Spielverlauf weiter. Und der Staubsauger ist endlich aus, wird wahrscheinlich gleich wieder angehen, so wie ich mein Glück kenne. So, bitte baue mir das Ding. Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall scannen, was der Gegner macht. Ob wir vielleicht Tower brauchen oder nicht, wissen wir noch nicht. So, wir können jetzt gleich scannen. Das wird gut. Mehr von allem hier. So, wir haben die Energie. Allerdings möchte ich die noch nicht nutzen. So, jetzt können wir von mir aus mal uns langsam um einen Scan kümmern. Ja, da geht der Starport hoch. Es ist die Möglichkeit da, dass Benjis kommen. Das heißt, der Scan war ein bisschen zu früh, merke ich mir fürs nächste Mal. Beim nächsten Mal wird das besser. Wir wollen auf jeden Fall jetzt eine Menge Marines mit Stimpack haben, möglichst früh. Höchste Priorität hat aber wirklich der Bau von SCVs, damit wir das Geld für den Rest haben. So, als nächstes bauen wir schon mal einen Marauder. Das Geld sollten wir jetzt reinkriegen. Rally neue SCVs in die Queues. Auch hier bitte. Ein neuer Marine. Und jetzt haben wir genug Geld, um vielleicht mal den ersten Tower zu setzen. Den scannen wir natürlich auch nicht schlecht, um zu gucken, ob wir den wirklich brauchen. Den haben wir jetzt auch. So,
Wir haben eine Benji auf dem Weg. Wenn die Benji fertig ist, sollte der Cloak fertig sein, sobald sie hier ist. Was sehr ärgerlich ist. Kann natürlich sein, dass der mich jetzt wieder verarscht und das Upgrade abbricht. Das habe ich auch schon gehabt. Ich brauche ein Depot, sonst gibt es keine Einheiten mehr für mich. Dann baue ich direkt noch eins. Denn Einheiten kann ich gerade eh nicht bauen. Das heißt, ich verlasse mich jetzt erstmal auf Makrogebäude. So, ja, da ist ein kleiner Scout gewesen. Mehr war das auch nicht, das war wirklich nur ein Scout. Ja, der ist jetzt natürlich gierig darauf, hier Action zu machen. Er hat gesehen, da waren die Benji, er hat gesehen, dass wir Tower haben. Hat auch schon so ein paar Schüsse abbekommen. Ja, du Funny Sir. Echt witzig. Ja, mach du mal. Ich repariere einfach gegen. Was hältst du davon? Ja, da kann er nicht viel machen. Wir sparen unsere Einheiten zusammen. Oh, oh. Nein. Ja, ein Gegenrepair ist immer gut. Da macht er nichts mehr. So, was wir jetzt machen werden, ist, wir gehen auf Medivacs, packen uns ein paar Upgrades rein. Wobei mir ist das Combat Shield gerade wichtiger. Gucken mal, was hat er so? Gar nichts, er ist One Base. Das heißt, wenn er One Base ist, kommt da irgendeine Early Aggression. Da ist sie auch schon. Ja, wir ziehen mal ab. Euch sowieso. Ja, mach du mal. Ist mir egal. Ist mir völlig egal, Junge. So, wir tacken weiter. Sehen zu, dass wir das auch fertig gebaut kriegen. Wir brauchen ein zweites Gas. Wir wollen mehr Einheiten. Ohne Einheiten läuft hier nichts. Wir brauchen möglichst schnell Medivac und die 1-1 Upgrades. Das Medivac Problem ist halt das, wir brauchen erst noch den Starport. Da kam gerade eine Echse, nur hat er halt schon die Möglichkeit zu droppen. Einen Siege Tank, er hat halt das tech-lastigere Spiel gemacht. Allerdings haben wir halt wirklich den Vorteil, wir haben mehr Eco, seine zweite Eco startet jetzt erst. Das heißt, wir sollten auch upgrade-mäßig weit im Vorteil sein. So, wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Nein! Gas verschwendet, scheiße. Ja, wir setzen alles an Waypoints dahin. Sehen zu, dass wir das geseparated kriegen. Hier soll ein Tech-Lab dran. Ich möchte gleich einen Medivac und danach einen Raven haben. Denn wir haben immer noch so ein paar Benjis in der Luft, die recht nervig sind. Ein weiterer Drop von einem Mule. Wir wollen mehr Marine-Kapazitäten haben und vor allem mehr Zeug in Richtung fucking Gas und Marines, Upgrades, alles was wir also brauchen. So, dich sofort dahin, dich schicken wir hier hin zum Scouten. Du baust einen Medivac, euch splitten wir, ich denke, dass da jetzt gleich Aggression kommt. Sonst würde er nicht andauernd scannen. Auf jeden Fall denke ich mir was. So, Add-on Complete ist gut, Upgrade Complete wäre noch besser. So, mehr Gas bitte. So, wir drücken mal F2 und ziehen alles zusammen, was wir haben. Bauen uns als nächstes noch eine Medivac. Gucken, wie es mit seiner dritten steht. Ob da irgendwas im Gange ist. Ja, wir brauchen definitiv mehr Marauder. Wir haben zwar eine gute Produktion an Einheiten, aber uns fehlen definitiv Marauder. Ohne Marauder haben wir keine Chance, gegen Tanks zu gewinnen. Wir brauchen einfach diese beefy Marauders, die einfach den Damage wegtanken können. Sonst werden wir einfach kurz ergreifend weggerotzt vom Gegner. So, der Raven ist auf dem Weg, dann fühle ich mich schon mal sicher gegen Bandys.
Wir haben jetzt auch das Gas, das wir brauchen, um vor allem erstmal eine Armory zu bauen, sonst gibt es keine Upgrades mehr für unsere Marines. Wir wollen nochmal gucken, was hast du inzwischen? 1er Upgrades, 0er Upgrades, 4 Medivacs, das heißt, der wird Drop-intensiv spielen, denke ich. Ja, wir bleiben mal hier stehen. Ich habe noch keine weitere Echse im Gang gesehen. Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir gegen Drops abgesichert sind. Und zwar von beiden Seiten. Auf Drops habe ich nämlich keine Lust. Wir setzen unsere Einheiten mal nach draußen. Da ist Marine, der jetzt sieht, dass die dritte kommt. So, Raven, würdest du mir die Ehre erweisen? So, wir machen jetzt einen kleinen Switch. Ja, der ist immer noch am Warten, dass ich mir was hole. Vor allem wird der jetzt gleich versuchen, mit dem Marine meine Gebäude da zu holen. So, Upgrades. Dann weitere Einheiten. Weitere Hotkeys. Ja, deine Marines sind jetzt so stark wie meine Marines. Nein! Lasst mich leben! Ja, wir wollen auf jeden Fall seine Echse wegcrushen. Er hat seine Echse rausgeflogen. Und er wird mit seinen Siege-Tanks wahrscheinlich seine Basis absichern. Und wenn nicht, hat er ein Problem. Vor allem hat er dafür viele leckere Marines, die gerade einfach nur darauf warten, von mir gegessen zu werden. So, wir wollen mal versuchen, einen unvorsichtigen Hit reinzukriegen. Okay. Nein, 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 nein. Auf jeden Fall die. So, wie schaut's aus? Wir haben guten Damage gemacht, aber ich denke nicht, dass wir genug Damage machen können, um da durchzukommen. So, wir gucken mal, dass wir möglichst Damage machen. Ja, das war Damage. Wir wollen auf jeden Fall mehr Medivacs, mehr Einheiten, mehr Marauder. Mehr. Sind das? Nein, keine Factories. Du sollst hier landen. Ihr sollt nach da bauen. Meine Upgrades sind jetzt gleich durch. Ja, du scannst, du bist wahrscheinlich schon wieder heiß auf mich. Ja, ich mag's nicht, wenn der Gegner heiß auf mich ist. So, wir wollen hier uns gegen Drops absichern. Wir wollen hier ganz viele Mules droppen. Wir wollen eigentlich ganz, ganz, ganz viel. So, wir wollen vor allem jetzt gleich selber bei ihm reindroppen. Gucken, was hat er da? Wir können nicht scannen gerade, das ist uncool. Wir brauchen auf jeden Fall mehrere Basen noch. Damit wir gucken können, wie die Action hier ausgeht. So, da wird wieder mal an der Tür geklopft, aber es kann uns egal sein. Ja, es ist uncool, dass er jetzt auch die Echse hat. Und vor allem, dass wir den Raven verloren haben. Der war eigentlich eine gute Quelle für Damage. So, wir gucken mal. Da ist eine Widowmine. Das heißt, wenn wir die Widowmine geschickt umdroppen, könnte das was werden, wenn wir ihm jetzt hinten rein droppen. So, wir wollen euch upgraden. Und vor allem mehr Supply rankriegen. Ich habe nicht genug Supply, verdammt nochmal. Deswegen kann ich die ganze Zeit nichts bauen. Ja, wir werden ihn ablenken, indem wir jetzt hinten reindroppen. So, auf Wiedersehen, Leute. So, macht mal den da kaputt vor allem. So, die sollen nicht durchkommen. Zumindest ist eine da nicht. So, wir retten, was wir retten können. Droppen den Shit dann da wieder runter. Wir haben dadurch wieder ein bisschen Supply bekommen und können mehr ausgeben. So, dich wollen wir hier hinschicken zum Expandieren. Wir wollen gucken, hat er schon Pläne zum Expandieren geschmiedet weiter? Nein. Ja, das heißt, wir droppen jetzt erstmal alles, was wir droppen können. Bereiten uns auf den gegnerischen Push vor, weil ich glaube, der wird nicht mehr lang auf sich warten lassen. Wir wollen vor allem mehr Upgrades. 3-3 ist unterwegs. Okay, wir gucken mal. Gegner ist wirklich unterwegs, ja. Wir müssen gucken, dass wir jetzt gleich nicht off-guard irgendwie hier gefangen werden in einer Contain. Ich habe die Upgrades nicht gesehen. Es sind ebenfalls 2-2 Upgrades. Das ist nicht sehr angenehm. So, ja. Er wird jetzt wahrscheinlich immer weiter nach vorne siegen.
Dagegen wollen wir möglichst gerade was bauen. Wenn wir ihn noch so ein bisschen weiter hinten halten können, ist das ganz angenehm. Denn das bedeutet, dass wir vielleicht das 3-3 noch durchkriegen. Momentan sieht es aber eher nicht danach aus. So, wie schaut's aus hier? Du bist da oben. Na gut, wir machen es mal anders. Wir setzen dich mal hier hin. Ja, da verlässt er jetzt den Posten. Allerdings nicht genug. Ich denke, wir werden jetzt reingehen. Oder? Mineral Field depleted. Ja, ich bin sehr unsicher. Ich gehe rein. Wir können nicht ewig hier stehen bleiben. Wir versuchen reinzugehen und den Gegner zu crushen. Bis jetzt machen wir sehr guten Schaden. Wir wollen den Siege Tank da weg haben. Die Siege Tanks sind so das Problem an dem Push hier. So, er hat jetzt immer noch genügend. Das ist das Problem. Wir versuchen möglichst viel Platz zu machen. Wir retten, was wir retten können, ziehen ein paar SCVs, um möglichst lange viel Damage machen zu können. So, ja, wir haben jetzt nun das Problem, er steht an unserer Türschwelle und hat quasi die Hoheit durch die Tanks, die uns hier ein bisschen containen. Also ihr macht auf jeden Fall damit weiter, dann wollen wir hier auf jeden Fall mal die fucking Venge ein bisschen wegkriegen. Hallo, auch wieder bitte. So, ja, dann brauchst du gar nicht erst hoch, da sehe ich nur deinen ollen, gammligen Turm. Ja, das ist natürlich uncool, wenn es da jetzt losgeht. So, auf Wiedersehen Tanks. Die Marines hättest du nicht wegschicken sollen. So, wir rennen zurück, wir rennen zurück. So, weg mit der Benji. So, alles kaputt machen, was wir kaputt machen können. Auch wenn das nicht so viel ist anscheinend. So, wir wollen mal hier hinten alle Mules droppen, die wir gerade droppen können. Wir haben keine Energie mehr. Wir sind alles immer für Scans am Aufgeben. So, es steht gerade 3-2 gegen 3-3. Wir schicken die mal hier rüber. Das ist unsere letzte Hoffnung. Wir brauchen nämlich die Economy. Egal wie. Da riecht das schon, dass ich da eine Echse habe. Die hier hat er aber noch nicht gerochen. So, wir wollen weiter ausrücken. Wir haben 3-3. Wir sollten eigentlich besser dastehen als er. Okay, da steht wieder was. Das heißt, alles, was an Reinforcements kommt, klatschen wir jetzt ganz schnell weg und sehen zu, dass wir uns danach wieder verpissen. Das ist halt wichtig, dass wir Reinforcements cutten und den Rest irgendwie bei Laune halten. So, ganz wichtig, mitten reinballern. So, damit hat er unsere Economy ziemlich gecrippelt. Allerdings müssen wir darüber hinwegsehen. So, können wir das vielleicht noch irgendwie aufhalten? Das ist Funny Zergs Rache gerade, ja? Nee, das können wir nicht mehr aufhalten. Er hat komplett auf Marines geswitcht und da sind unsere Marauder nicht so gut gegen. Wir haben hier noch ein paar Einheiten, aber wir haben einfach nicht die Mineralien, um uns noch mehr zu erfordern. Ja gut, Funny Zerg hat seine Rache bekommen. Ist ein bisschen schade, wir haben die letzten 3 Tage oder 4 Tage nur Niederlagen drin. Ich denke, ich werde jetzt auch erstmal Pause machen. Ich bin von Rang 20 auf 40 runtergedroppt. Irgendwie ist der Wurm drin, sobald ich kommentiere, weil im Stream geht es ja. Im Stream rede ich nicht so viel und die Matches sind definitiv besser. Ja, ich weiß, wo die Fehler waren. Ich hätte mehr Drop-Action machen müssen. Vor allem die Tanks waren so ein Problem. Wir hatten nicht genügend Marauder, um da alles wegzutanken. Irgendwie die Tanks, die, wenn sie dann nochmal auf Marauder sind, brauchen sie 3 Treffer und währenddessen werden die Marines drumherum so ein bisschen verschont. Die Tanks sind, die Marauder sind einfach wichtig, um die Tanks zu tanken. Gut, Marines waren okay, allerdings hätten wir viel mehr Eco gebraucht. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Supplies vergessen und ein Todesurteil war die lange
Zeit, die wir im Supply Cap waren. Also sobald ich Let's Plays aufnehme, ist unsere Cap-Zeit wieder so unglaublich schlecht. Wir waren bestimmt 5 Minuten auf 120 Supply und hätten wir das nicht gehabt, hätten wir ihn locker ausmakronen können. Also, ich werde gucken, dass ich die Tage wieder weiter übe im Stream. Anders geht's auch gar nicht, weil sonst werde ich nicht besser. Ich meine, ich spiele ja wirklich viel und ja. Das waren jetzt für euch 3 Matches, die nicht so gut waren. Eins war, glaube ich, ein Win. Auf jeden Fall wird das auch wieder anders, denn in den Zeiten, wo dann Tag für Tag die Aufnahme hochgeht, bis zur nächsten Aufnahme, habe ich wieder trainiert, geübt. Also lasst euch nicht abschrecken, wenn es mal schlechter aussieht. Im Stream sieht es besser aus und früher oder später wird es auch in den Videos wieder besser aussehen. Ich würde sagen, wir kriegen inzwischen im MMA Top Diamonds als Gegner. Das ist gar nicht so schlecht, also scheint es ja nicht so schlecht zu laufen. Ich würde sagen, ich freue mich auf die weiteren Trainingssessions und auf die neuen Videos, die dann letztendlich hochgehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.